Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Willkommen, meine Sturmtruppler, zu God of War. Es geht weiter. Heute hier auf meinem Kanal mit God of War. Was ist heute los bei meinem Kanal? Warum knallt Video Nom Anna raus? Ich habe heute Geburtstag. Und zu meinem Geburtstag dachte ich einfach, explodiert einfach mal Kanal komplett. Und deswegen kommt hier eine Folge nach der anderen von allen möglichen Dingen, die ich so aufgenommen habe. Und wow. God of War. Natürlich auch. Gucken wir mal, was wir da noch quatschen konnten. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Bestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Igin Wegen. Gengur Ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. So, dann gehen wir mal los. Heilung immer gut. So, laut. Okay, jetzt wissen wir, warum du Heilung so leer hast. Erwischt. Endlich ist es vorbei. So, doch, ich habe da noch eher Heilung leider gelost. So. Gut, gut. Dann können wir weiter. Da oben ist eine Truhe. Gut, haben wir gar nicht gebraucht. Money, money, money. Kann der kleine Nuff, aber mit den Erschmutz da drüben. Ja, warum wird der Gluff machen, wenn man so aufreißen kann? Da oben ist etwas. Ja, dann komm. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir.
Dann haben wir ein bisschen Wut angewandt, dann ist das da gegangen. Was ist das? Verschlossen mit Magie. Okay, es ist zu, alles klar. Da können wir wohl auch noch nichts machen. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit dir. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Sie wollten sich irgendwie fein aus. Platzen die Gegner noch. Das ist ja ganz toll. Das nenne ich mal aufmachen, ohne das Ding da zu. Das hätte kein jetzt Archiv, geh grad. Was haben wir denn noch? Da ist was Goldenes. Na, da hinten haben wir Heilung. Ich hatte nichts, hat gesagt, ich soll immer die Heilung am Rand mitnehmen und beachte. Wie soll denn das gehen? So, und wie kommt man jetzt denn lieber? Eine Truhe entdeckt, die ich eigentlich gar nicht sehe. Aber okay. Ui. Ja, bitte. Auf jeden Fall ziehen wir das auch. Ne? Das war jetzt interessant. Aber gelöst. So. Was haben wir da? Leichter Runenangriff. Den können wir uns doch angucken. Okay.
Der sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ja, du mir das Schild ein bisschen. Nein, das lerne ich jetzt nicht. Das finde ich ein bisschen unspektakulär, ganz ehrlich. Fähigkeiten. Da kann man auch mal wieder was machen. Was ist das? Oh, mit der Axt in der Infriere. 3 auf Ammo-Treffer. Oh, aufgeladener Wurf. Aufgeladener Wurf. Komm. Den will ich. Oh, wir haben noch Money. Wir haben noch Money. Nein, da hat mir nicht gefallen. Während dem Kämpfe in Friere war das doch, oder? Ja. Dann will ich auch. Das da. Oh, da bleibt so die Axt drin und dreht sich dann so. Gegner wehrt ab, schlagt er einfach durch. Und da trefft er 3 auf Ammo. Nimm mal mit. Nimm mal mit. So, der Clay. Der Clay braucht auch endlich Power. So, was haben wir da? Bing, bing. Der Clay hilft irgendwie mit. Das will ich aber nicht. Erhöht die Feuerrate des. Ja. Erhöht Pfeilschaden. Nimm mal A mit. Und das hier? Das ist Kämpfe ohne Schild. Oh, das ist teuer. Das ist teuer. Schild dabei haben. Oh, das sieht gut aus. Oh, das nehme ich mit. Das ist doch mal nützlich gewesen. Ja, da habe ich die Axt so viel rausgezogen. So, wir haben nützliche neue Fähigkeiten gelernt. Die es gilt umzusetzen. Machen wir doch aber nur wie in der Truhe oder geht die Tür hier auf? Die Tür geht hier nicht auf. Zeichnet der Kopf. Doch, der Kompass zeigt aber doch hoch. Ah, wir nehmen eine Rambock. Vater?
Alexander Huber, gar keine Zeit, den Gegner kennenzulernen. Nö! Feuer, einfach Feuer, Feuer, Feuer. Axi, wie lange die Axt gebraucht hat, bis die Axt wieder gekommen ist. Hammer. Wenn er so zuschlägt, dann glaube ich, kann man nur angehen. Bastard! Wah, wah, wah! Geh kaputt! Alter! Okay, da ist ein bisschen... Gleich beim ersten Mal der Gegner gepackt, das ist doch mal toll, oder? Mein erstes Mal. So, was der Loot dabei hat. Puh. Deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Mutter nannte das Hailstorm. Lassen sich nicht abbrennen oder abhauen. Okay. Ob Sinri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal.
Wie kriegt man diese Wurzel weg? Was ist das denn da von euch? Ich kann auch mal in die Kommentare schreiben. Ist das Rauch? Ja. Ich kann nicht mehr. Ich red mir diese Rank weg. Das so ist wohl, um wieder runter zu rutschen. Zwischensequenz. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Obwohl wir mich gebaut haben. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Das Qualten wäre nett. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Okay, nur für eine kurze Zeit. Wir sind's Amul. Ist wohl ganz angebracht. Na, sie macht die Ranke weg. Ah, alles klar. Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Den musst du umlegen. Da, neu. Tyrs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ha. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Na, und jetzt? Müssen wir da durch? Dann sahen doch was.
vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Josta! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie warum sind die alle schneller wie wir? Führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Oh ja, weil glaube ich, war ich zu schnell. Hm. Tyrs Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tyr bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Da, wieder ein Lichtkristall. Wartet dort, während ich das Licht erwecke. Josta. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Hebt zuerst die Achse an. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt, jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Wahnsinn. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tyrs Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Josta. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Oh. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig.
Jetzt hatte Claire ein Update. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Ich glaube, da war gerade Fehler in das Gesicht. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Tretet an den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums, getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Moment, klingt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja.
Also der Raum war jetzt sehr beeindruckend. Ich habe das jetzt einfach mal auf mich wirken gelassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Weltenbaumraum findet. Also das ist ja mal mega, was hier abgeht. Wie viel Magie da drin steckt und wie das Ganze grafisch aussieht. Hammer. Mega. Einfach nur mega. So, wir gehen jetzt hier rein. Sieht alles noch gleich aus. Aber Türe kann die nicht öffnen. Das sieht anders aus. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Ist los? Um die Bifrost Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgebracht. Nein! Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sie hat ja gesagt, sie darf aus Dings nicht raus, Midgard. Jetzt ist sie da wieder hingezogen. So. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha. Was ist das? Ich glaube, du hast's erledigt. Sieh mal da oben. Wow. Was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Hier schön umschauen, da kann der Claire was lesen. Junge. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Nächster! Sie ermorden immer mehr Lichteisen. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Was haben wir jetzt mit dem Krieg zu tun? Uns an. Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ja, haben wir doppelt durchgeschlagen, okay.
Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. War das ein Hinweis? Wenigstens kommen wir dem Licht näher. War das ein Hinweis? Moment, ist das Sindri? Was ist jetzt? Okay. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Gut, das Schiff haben wir frei. Wieso ist er hier? Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Oh, es mag der einzige für euch sein. Aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie. Aber... Oh, na gut. Es ist Magie. Jetzt zufrieden. Oh, Ablenkung kommt gerade recht. So, dann zeig mal her. Das ist doch aber Zeug, das ich schon hab. Herstellen. Recht. Wenn ich das so sagen darf. Hat ja gute Werte. Deus. Knauf. Gab's noch mehr zu besprechen? Nö. So. Gut. Das Bötchen. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Ja, da war auf dem Weg hier schon so reagiert. Deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. Hochinteressant. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an.
Ich denke, das hat er sehr schnell kapiert. Guck mal, das Gesicht. Ja, da ist wieder das Licht. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. In Alfheim kennt man auch Sancha. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Hm. So, wo haben wir denn noch was, wo man lang können? So vielleicht. Traurig der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Hm. Hm. Truhe. Gut. Der ist unser Gegner. Mach dich bereit, Junge! Ach, echt? Wie komme ich denn auf? Dadurch müsste man so gut rumkommen. Tja, wer kann, der kann. Schwerer Angriff. Yo. Einbauen. Gebaut.
Boah, 1200 Money war da drin. So, da ist doch der Kolossring gelaufen. Dann gucken wir jetzt Ammo noch. Maki. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, und du hast das schon wieder gewiss, ne? Dann mal los. Was? Da ist ja gar nichts. Was kann ich da machen? Da ist ja gar nichts. Kann ich doch machen. Nichts. Da, nichts. Nächster! War das wohl nur für Equip zu holen? Ich sehe etwas im Wasser. Ja, das hab ich ja dann nicht klar. Meinst du das mit den Augen eines Kindes? Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe: Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der Welt. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir! Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Ding dong. Geschichte. Können wir die Brücke von da unten aktivieren?
Nur wie kommt man da runter, Kleiner? Mit Trainer einfach mal rauf, ne? Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Aber was? Dann geht's jetzt wohl los. Da hinten ist der Heilungsstein. Ich hab's gleich. Alles klar. Na du. Da haben wir ganz kurz warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Der Klee hat da nicht aufgepasst und dann haben wir eine Karte. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Thank you.